Mit Chapter 284 von My Hero Academia hatten wir ein Chapter mit einer sehr interessanten Information bekommen, über die ich bis dato noch gar nicht gesprochen habe. Es ist mittlerweile schon etwas Zeit vergangen, seit das Chapter rauskam. Ich möchte aber eben nicht über das Chapter sprechen, sondern nachträglich über diese interessante Info und deshalb jetzt das Video. Kommen wir aber mal direkt zur Sache. In diesem Chapter haben wir ein extrem interessantes Gespräch zwischen Bakugo und All Might zu sehen bekommen, in dem es um das Notizbuch von All Might geht, wo All Might alle Infos, die er über die ganzen One for All Nutzer finden konnte, drin stehen hat. Bakugo sagt All Might, dass Midoriya ihm sein Leben anvertraut, aber Bakugo ist etwas aufgefallen. Nämlich ist die Zusammenfassung, die All Might über den vierten One for All Nutzer geschrieben hat, als einzige nur halb fertig. Alle anderen hat All Might so gut wie fertig geschrieben, nur diese eine nicht. Dazu kommt noch, dass All Might unter der Zusammenfassung vom vierten One for All Nutzer Informationen wie die Todesursache vom fünften, sechsten und siebten One for All Nutzer zu stehen hatte. Bakugo sagte dann noch, dass All Might ihm zuvor scheinbar nicht alles erzählt haben soll. Und dann fragt er nach: Was ist es? Hast du etwas über das One for All herausgefunden? All Might wirkte währenddessen wirklich sehr ernst. So ernst, dass sogar seine Iris nicht mehr zu sehen war, was da bei Anime und Manga immer ganz gerne gemacht wird, um etwas auszudrücken. Auf die Frage von Bakugo antwortet All Might aber mit einem: Noch nicht. Ich möchte nicht rumspekulieren und über Dinge reden, bei denen ich mir noch nicht sicher sein kann. Eben weil ich mich um ihn sorge. Und du tust das ebenso. Bakugo sagt dann daraufhin, dass Midoriya die Art Mensch ist, die keine Rücksicht auf sich selbst und seine Bedürfnisse nimmt, und so soll er auch schon immer gewesen sein. Hört sich auf jeden Fall sehr nach Deku an, die Beschreibung. Da Deku mittlerweile viel mehr tun kann als zuvor, fühlt sich irgendetwas für Bakugo nicht richtig an. Er hat das Gefühl, bei Deku immer unmittelbar in der Nähe sein zu müssen, um aufzupassen und gegebenenfalls zu helfen. Ich muss hier sagen, dass das zu 100% ein Foreshadowing in Bezug auf Deku ist und ich extrem gespannt auf das Ende vom aktuellen Paranormal Liberation War Arc bin, da wir hiernach sehen werden, wie krank Deku seinen Körper zerstört hat und was mit der Heldengesellschaft ist etc. Eventuell bekommen wir sogar einen kleinen Timeskip für ein paar Monate oder so. Ich denke aber nicht, dass wir ein ganzes Jahr als Timeskip sehen werden oder so. Der Ball wird vermutlich flach gehalten und wir bekommen einen Timeskip wie der kleine 3- bis 4-monatige vor der heftigen Schlacht im Paranormal Liberation War Arc. Die ganzen Informationen vom vierten One for All Nutzer sind durchgestrichen, sodass man diese nicht mehr lesen kann. Theorien dazu gibt es ja schon, wie zum Beispiel, dass der vierte One for All Nutzer das Quirk Zerfall besaß, was All For One dann, als er ihn im Kampf besiegte, an sich nahm und weil es eben ein Quirk der Zerstörung war, erst an Shigaraki gab. Eventuell hat der vierte One for All Nutzer aber auch böse Intentionen oder so. Dann habe ich noch die Theorie mitbekommen, dass er einen Quirk ähnlich wie einen sechsten Sinn hat, mit dem Midoriya zum Beispiel Gefahren spüren kann, was wir im aktuellen Arc zu Genüge sehen konnten. Komischerweise ist immer dann so ein ähnliches Muster wie das auf dem Gesicht des vierten One for All Nutzers zu sehen. Anyways, ob so oder so, das Geheimnis wird früher oder später bekannt gegeben und ich bin mir sicher, uns erwartet etwas Großes. Wir dürfen sehr gespannt sein, denn all die Dinge, die Bakugo aufgefallen sind, sind ja Fakt und das wird zu 100% was heißen müssen. Ich hoffe doch stark, dass das Geheimnis schon relativ in naher Zukunft gelöst wird. Wer weiß, eventuell wird das auch noch in dem nächsten Arc eine große Rolle spielen, denn so ein interessantes und informatives Gespräch als Rückblende einzubringen und das genau, wo Shigaraki und Midoriya sich gegenüberstanden und Midoriya endlich den Kampf mit einem finalen Schlag beenden wollte, nachdem er all out ging und drei immense Quirks gleichzeitig eingesetzt hat, könnte definitiv was heißen, so auf Plot-Twist-Ebene. Das war's aber mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bewerten und kommentieren nicht vergessen, abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Wenn man sich traut zu erfahren und man glaubt, muss man wagen, diesen Traum zu ertragen und einen Ausweg zu starten. Hohe Aktivitäten im präfrontalen Kortex und weshalb sie schlauer als die meisten sind. Zwischen 6 und 12 die Ernte, weshalb Dreier samt noch fliehen, die beste Ernte aller Zeiten. Mama, sie, wir sind jetzt weg. Wenn man sich traut zu erfahren und man glaubt, muss man wagen, diesen Traum zu ertragen und einen Ausweg zu starten. Hohe Aktivitäten im präfrontalen Kortex und weshalb sie schlauer als die meisten sind. Zwischen